Hi Leute, wir sind unterwegs, uns ein schönes Plätzchen zu suchen, um mal über unseren weiteren Weg zu reden mit euch. Unser Thumbnail, das habt ihr ja gesehen. Jetzt kommt ein Auto. Unser letztes Video, wir packen unsere Koffer. Ja, was bedeutet das? Das erklären wir euch, wenn wir ein schönes Plätzchen gefunden haben. Also bleibt dran und kommt mit. Hi, let's go. Alright, let's look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but again, a wave feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Mit. Also ich bin jetzt die ganze Zeit ohne Akku gefahren. Das ist ganz schön anstrengend. Aber man muss sich noch mal trainieren. Weil wir haben einiges vor in nächster Zeit. Und da kann das nur helfen, wenn man mal so fährt. Damit man ein bisschen Bums in der Oberschenkel kriegt. Helmut ist schon da vorne. Und ich habe jetzt, weil es hier leichten Berg angeht, dann doch mal Eco eingeschaltet. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let. Ein schönes Fleckchen gefunden. Richtig schön unterm Baum. Am besten hier so ein bisschen in den Schatten. Okay. Unser Thumbnail, unser letztes Video. Wir packen unsere Taschen. Richtig. Und die packen wir, weil wir auf Tour gehen. Und zwar haben wir uns einiges vorgenommen jetzt in der nächsten Zeit. Das bedeutet, wir sind nicht zu Hause und können natürlich auch keine Videos bearbeiten und hochladen. Deswegen werdet ihr die nächste Zeit von uns kein neues Video sehen. Das ist dann sozusagen für einen Moment erstmal das letzte Video. Und wir kümmern uns darum, dass wir neue Videos haben. Genau. Wir fahren für uns und für euch richtig tolle Routen. Das wird wirklich richtig toll. Interessant sicherlich auch. Und ja. Wir fangen an, im Prinzip mit einer Route, die ich alleine mache. Eine richtige Radreise, ja. Die Gabi dann alleine fahren. Ich habe Angst. Über 8 Tage. 8 Tage und das sind knapp 500 Kilometer, die ich unterwegs bin. Ja. Können wir schon verraten, wo es hingeht? Ja, können wir machen. Klar, können wir schon sagen. Gabi wird dann von West nach Ost fahren. Ja, genau. Und das 8 Tage. Also 7 Übernachtungen. Mit Zelten. In dem Zelt, ja. Mit Kochen. Ja, ja, habe ich alles dabei. Mit dann. Allem Pipapo. Ja, ist auch schon alles vorbereitet. Steht alles schon in den Startlöchern. Ich werde dann zu Hause warten. Bereit, falls irgendwas ist, um mit dem Auto nachzukommen. Ja. Schauen wir mal. Ja, ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Und mir geht aber der Hintern voll auf Grundeis. Du wolltest es ja. Willst es ja nicht anders. Ja, also so ein bisschen habe ich Angst wegen Akku, weil ich ja dann auch vieles Gepäck mit habe, dass der Akku das nicht schafft, dass ich unterwegs stehen bleibe. Ich habe Angst, dass mich Komoot irgendwelche sinnlosen Wege schickt. Obwohl ich schon 10-mal die Karten durchgesucht habe und alles, was so ein bisschen komisch aussah, habe ich eliminiert.
Ja, also gucken wir mal. Und ich hoffe, dass das Navi funktioniert. Das wird spannend. Das ist natürlich nicht die einzige Tour. Nein, wir machen noch mehr Touren. Also Rundtouren, wo man mit einer Übernachtung oder so. Ja, also so wie wir es geplant haben. Aber wir müssen ja nicht alles verraten. Wir müssen nicht alles verraten. Okay, also seid gespannt. Bleibt uns treu. Bleibt dran. Wir sehen uns. Und vor allem die Leute, die uns abonniert haben, ja, die werden dann auch Bescheid bekommen, wann der erste Film losgeht. Und ich wollte mich noch bei euch allen bedanken. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Freut uns wirklich. Natürlich. Okay, also dann bis demnächst. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Hi, let's go. Da kannst du jetzt losgehen. Ja. Alles gepackt? Ja. Aber nee, ich fahre noch nicht los. Ich muss erst noch eine Probefahrt machen. Auf geht's. Ein seltsames Gefühl. Oh, oh, oh. Hoffentlich gewöhne ich mich daran. Aber ich denke mal, bei 500 Kilometern wird es passieren, dass ich mich dran gewöhne. Da wird mir dann vielleicht was fehlen. Das ist ein komisches Fahrverhalten. Vor allen Dingen vorne. Also hinten hatte ich ja schon mal was dran gehabt, aber vorne noch nie. Aber ich lege die Kamera trotzdem mal weg. Wir haben ja alles gesagt. Also dann, ach die Katze, die ist immer noch hier am Jagen. Also dann bis zu unserem ersten Video. Alles klar, tschüssi, macht's gut. GoPro-Aufnahme stoppen. Weiteren. GoPro ausschalten. GoPro-Aufnahme stoppen.